Sam? ¿Sabes? ¿Puedes ir a la plataforma con él? No, pero vamos, tengo que partir a la plataforma. Vamos a hacer un corazón súper agresivo. Eso sí, vamos a hacer un corazón súper agresivo. Cuando pasa la barra, que te hagas un poco de un tiro para arriba, o el otro, o el otro, o el otro. Y después viene el cuerpo, no es como con el centro, el móvil, juntando un poco. Solo tira, te toma un calabarra. Malte, jetzt zum Schluss bist du richtig, richtig gut gesprungen. Das hast du in der Tasche. Jetzt ist hier nur ein Eddie Lapp hier. Du kannst es, du hast es perfekt, du hast die perfekte Körperkontrolle. Aber nur wenn du möchtest. Du wirst sehen, wie einfach es ist. Und wenn du dann landest, dreh einfach daneben, dann drehst du dich automatisch wieder in deine Ausgangsposition. Du musst nicht in den Switch weiter. Jetzt haben wir erstmal ihn und ihn und dann fährst du nachher, ja? Ja, ich wollte nur den Indy erstmal hinbekommen. Den hast du in der Tasche. Okay. Und wenn du den 180 nicht probieren willst, können wir zum Beispiel probieren, anstatt den Indy. Also kann ich ja versuchen auch. Oh ja, probierst du beides? Jo. Ja. Warte. Oh, kann ich das weg? Kann man das da so vor der Kopf starten? Aber natürlich. Victor, puedes por favor ir a la plataforma alguien. ¿Dónde está? Ahora Víctor ha ido porque no hay tiempo. Habt ihr die Kids gestern gesehen, die am Anfang gefahren sind? Da war ein kleiner Junge hier, ich glaube, der ist auch 12 oder 13, der hätte hier alle im Boden, Grund und Boden gestampft. Das ist der totale Hammer und es ist allen die Kinnlade runtergeflattert. War der früher schon mal gefahren? Oh. Hier nie, hier noch nicht. Und hat, normalerweise, wenn man dann an der Kabel fährt, muss man erstmal ein bisschen das Timing und alles rausfinden. Und da hat hier was aufs Bett gelegt, das war der absolute Hammer. Am Montag kommen sie wohl zum ersten Mal, wir sind hier erst angekommen. Wir haben halt die Kids eine kleine Demonstration gegeben, dass auch Kinder gut fahren können. Das war echt. Also du musst unbedingt nach Langenfeld.
viel Übung. Aber das ist natürlich auch zeitabhängig. Ich weiß nicht, wie weit lang es von euch weg ist. Guckt einfach mal im Internet, welches Kabel am nächsten kannst. Bei Deutschland hat so viele Kabel, vielleicht ist noch ein. Ja, aber wir sind langfristig. Guckt einfach mal im Internet und da ist eine Webseite, wo alle Kabelschirmlagen aufgelistet sind. Ich weiß aber jetzt nicht, wie die heißt. Viele davon haben keine, müsst aber auch gucken, was. Viele davon haben, viele Kabel haben keine Rampen. Müsst aber einfach machen. Ja, aber langfristig ist auch das Rampen, oder? Wenn man es verlängert, das Wochenende machen wollte, irgendwo schön. Nämlich empfehlen für Wakeboarden in Memmingen. Das ist schon ein Stückchen weiter weg, da ist ein Kabel. Und die haben, glaube ich, drei Anlagen dort. Aber eine, die fährt rechts rum, eine links rum und eine Zweipunktanlage. Und das war so eine der besten in Deutschland. Da waren die Jungs bis jetzt immer nach Femmingen im September. Wir müssen mal austauschen, wenn wir im September dann auf Langfeld kommen, vielleicht können wir uns dort dann treffen. Ja, ich habe mir das notiert.